Ich freue mich, Ihnen Hommage à Kahnweiler aus dem Jahre 1984 von Irmgard Biernat vorstellen zu dürfen. Die Erscheinung des Genius. Die Hommage an Daniel-Henri Kahnweiler zeigt den Galeristen und Kunsttheoretiker in der Art, wie ihn Pablo Picasso in seinem lithografischen Porträt von 1957 dargestellt hat. Als innovativer Pariser Galerist hatte Kahnweiler Picasso ab 1911 exklusiv vertreten, während Picasso im Jahr zuvor sein berühmtes Porträt Kahnweilers als ein Hauptwerk des Kubismus malte. Und Picasso ist es, der im Zentrum des Bildes von Irmgard Biernat erscheint. Dabei folgt sein Antlitz den Zügen des 1907 geschaffenen Selbstporträts der Prager Nationalgalerie. Mit weit geöffneten Augen scheint er in die Ferne, während er bereits von den gestaltgewordenen Werken seiner künstlerischen Vision umgeben ist. Rechts neben ihm steht die Bronze Mann mit Schaf aus dem Jahre 1943 und links ist eine Blume zu sehen, die für Picassos malerisches Werk einsteht. Voller Aufmerksamkeit betrachtet der mit dem Werk Picassos eng verbundene Kahnweiler die vor ihm auf dem Tisch situierten Skulpturen, zu denen er bewundernd aufblickt. Dabei verbindet sich sein Kopf mit den Skulpturen und der Blume zu einer Picassos Antlitz wie ein Ehrenkranz umgebenden Kreisform, weshalb die Hommage an Kahnweiler vor allem eine Hommage an Picasso ist. Als eine von Picassos Œuvre inspirierte Bildhauerin tritt Irmgard Biernat selbst in die Fußstapfen des Künstlergenies, dessen Antlitz sie auf ihrem Relief wie auf dem Schweißtuch der Veronika zur Erscheinung bringt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Ihnen dieses Werk näher bringen können.